Hallo, mein Name ist Anna Eberts von der Stofflounge in Grünstadt. Ich zeige euch heute, wie man einen Mundschutz näht nach dem Schnittmuster von der Feuerwehr Essen. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, das zeige ich euch jetzt. Ihr benötigt ein Stück Baumwollstoff, das bei 90 Grad waschbar ist, 17 x 34 cm. Ein Stück Draht, 14 cm. Ein Stück Schrägband, 17 cm. Und zwei Streifen von dem Schrägband, 90 cm. Dann nehmt ihr das Stück und bügelt es halb. Einmal hier hinlegen, halb schlagen und bügeln. Danach nähe ich als erstes das Stück Streifen hier unten an. Das ist die geschlossene Kante, die benötigt kein Schrägband. Das ist die offene Kante, die würde beim Waschen ausfranzeln, deswegen nähe ich das hier an. Es gibt zwei Varianten. Man kann das Schrägband annähen, indem man es aufschlägt, hier in der Rille lang näht, rumklappt und wieder absteppt. Das werde ich für euch tun. Man kann es aber auch einfach nur hier reinlegen und einmal halbieren und gleich absteppen. Für nicht geübte Näher steckt euch das vor, dann verrutscht es nicht so. Vorwärts, rückwärts am Anfang und Ende nicht vergessen. Seht ihr das? Genau einmal in der Rille rüber. Jetzt wird es umgeklappt und nochmal abgesteppt. Das Schrägband, was ein bisschen übersteht, kann man jetzt abschneiden, so dass es bündig mit der Seite ist. So sieht es schon mal aus. Und ich zeige euch jetzt hier noch, dass ich mir vorhin schon Markierungen gemacht habe, um gleich die Falten leichter zu bügeln. Der Abstand, den würde ich euch in einem Bild hinten dran hängen. Der ist immer gleichmäßig eingeteilt, dass es drei gleiche Falten ergibt. Vorher kann man aber noch den Draht hier reinlegen. Einfach aufhalten und den Draht oben an die Kante, die ihr schon vorgebügelt habt. Und einmal wieder hier rumnähen. Passt auf, dass ihr mit der Nadel nicht den Draht trefft. Jetzt ist der Draht gehalten und kann nicht mehr verrutschen und später am Mund hier angedrückt werden. So, jetzt nehmen wir die Stecknadeln und gehen zum Bügeleisen. Ich bügele gerne nochmal drüber, was ich immer genäht habe, dass es schön flach liegt und würde dann anfangen, die Falten zu legen. Ich nehme mir den ersten Knips oder die erste Markierung und lege sie auf die zweite und stecke mit der Nadel hier rein. Somit halte ich das. Dann könnt ihr die erste Falte schon bügeln. Das wiederhole ich mit der zweiten Falte bis zum nächsten Zeichen und auch auf der gegenüberliegenden Seite. Und bügel wieder. Und dann zum dritten. So. Wichtig ist es, dass es drei gleichmäßige Falten sind. Sie müssen nicht immer ganz perfekt sein, aber so gut wie möglich. So. Hier verbessere ich das noch mal ein bisschen, das hat mir noch nicht ganz zugesagt. Dann einmal feste Bügel. Und es sollte dann so aussehen,
dass wenn ihr es tragt, der Draht hier oben hier angedrückt wird und sich das öffnen kann. Testet es vorher, bevor ihr es einmal näht, dann merkt ihr auch, ob ihr es falsch habt. So, jetzt geht schon an den letzten Schritt für die Maske. Ich schneide immer mal die Fäden zwischendurch ab, die würden sonst stören. Jetzt muss man das Band annähen, damit es am Kopf fixiert werden kann. Ich nehme mir die Mitte, lege die hier an die mittlere Falte. Moment, nochmal die Mitte. An die mittlere Falte und öffne das Schrägband. Jetzt wird wieder genäht wie eben in der Falte. Von hier, vom Anfang der Maske bis zum Ende. Dasselbe macht ihr auch auf der anderen Seite. Steckt mir eine Stecknadel, damit ich ungefähr weiß, wo das Ende ist. Wieder halbieren. Wieder anstecken an der mittleren Falte. Das Ende und den Anfang markieren. Und los geht's mit dem Nähen. Ich würde euch empfehlen, die Nadeln rauszuziehen. Man kann auch drüber nähen, aber nicht jede Maschine schafft es. Fäden abschneiden. Wir nähen diese Masken fürs Klinikum Worms. 4000 Stück. Und ich habe ganz viele tolle Helfer. Aber ihr könnt sie für euch nähen. Ihr könnt sie für Bekannte nähen, die im Supermarkt arbeiten, für Pflegekräfte. Es ist kein richtiger Schutz wie eine medizinische Maske. Aber ich würde sagen, besser als nichts. Denn die Vorräte werden langsam eng. Jetzt habt ihr das schon festgenäht. Jetzt wird nur noch das Band umgeklappt, so, und von oben bis unten einmal runtergenäht. Am Anfang und am Ende würde ich es einmal einschlagen, somit kann es nicht ausfranseln. Wenn ihr möchtet, könntet ihr euch das auch vorbügeln. So, das Ende. Bisschen gleich mit einer Stecknadel reinstecken, dann geht es nicht mehr auf. Halb falten. Denn gut gebügelt ist halb genäht, sagt man immer. Es reicht, wenn ihr ab und zu eine Stecknadel steckt, gerade da, wo der Stoff ist, dass er sich nicht umfaltet. So. Am Ende wieder einschlagen. Na, will nicht so, wie ich will. Und das zweite zeige ich euch ohne Bügeln. So, jetzt kommen wir zum Mundschutz. Bisschen langsamer. Aufpassen, dass ihr alle Lagen trefft. Das ist wichtig, dass es beim Waschen nicht ausfranseln kann. Die Maske muss keinen Schönheitspreis gewinnen, aber sie muss ordentlich genäht sein,
dass sie auch lange hält. Wenn das hier am Ende so ein bisschen rausguckt, kann man das auch ein Stück abschneiden. Dann lässt es sich leichter einfalten. So. Bitte, Emma, ich muss noch die Maske nähen, bitte. Ich komme gleich. So. Ja, die Kleine ist zu Hause, ihr wisst, wie es ist. Man muss sich teilen. So. Das würdet ihr dann noch mit der zweiten Seite machen. Genau dasselbe. Wichtig ist, hier muss alles mitgefasst sein, hier hinten muss alles mitgefasst sein und dann ist der Mundschutz fertig. Und dann kann man sich das hier an der Nase andrücken und über den Mund ziehen und nach hinten binden. Ich wünsche euch viel Spaß damit und vielleicht denkt ihr auch an eure Nachbarn und Omas, die können bestimmt auch so einen Mundschutz gebrauchen. Tschüss!